Ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Veranstaltung heute von der DWHK zusammen mit Blue Crown. Ein kurzer Hinweis, wir werden diese Veranstaltung aufzeichnen, sodass auch diejenigen, die hier sich vielleicht später einklinken oder später nochmal ansehen wollen, hier das sich nochmal ansehen können. Ja. Herzlich willkommen, mein Name ist Gabriel Brennauer, ich bin hier der Geschäftsführer der Deutschen Ungarischen Industrie- und Handelskammer und habe die Freude und die Ehre, Sie hier heute zu unserer Veranstaltung begrüßen zu können. Es geht um Fördermittel und wie unsere jährliche Kulturumfrage ja immer wieder zeigt, ist das etwas, was für Unternehmen und ihre Investitionsentscheidungen wichtig ist. Die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist ein wichtiger Aspekt in diesen Entscheidungen und diese Investitionen werden sowohl vom ungarischen Staat wie auch von der Europäischen Union gefördert. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, um Ihnen das ganz kurz zu zeigen, worum es hier geht. Jetzt möchte ich, dass man das hier gleich noch mal kurz hier sehen kann. Also die gute Nachricht und die wichtige Nachricht ist, dass auch in der nächsten Finanzperiode die Mittel der EU für Ungarn in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Es sieht hier vielleicht so aus auf den ersten Blick, dass es weniger wird. Aber wenn Sie jetzt hier auch noch die neuen Positionen hinzunehmen, dann sehen Sie eben, dass mit dem REACT und mit dem Next Generation EU sich insgesamt ein Volumen hier ergibt, das knapp 20% in Euro über dem Volumen liegt, das in der letzten Finanzierungsperiode hier Ungarn zur Verfügung stand. Und auch wenn man sich jetzt hier die Nettotransfers anschaut, also das, was Zahlungen, die Ungarn erhält, abzüglich der Einzahlung, die Ungarn an die EU vornimmt, sieht man auch hier eine interessante Entwicklung. Und wenn man sich das hier nochmal in der Dynamik ansieht, sieht man, dass sich das in den letzten 5 Jahren also hier auch nochmal beschleunigt hat, verglichen mit dem ersten Zeitraum. Also mehr als die Hälfte der Mittel wurde in dem Zeitraum 14 bis 19 hier übertragen. Und wenn wir uns nochmal anschauen, wie steht denn da Ungarn insgesamt jetzt hier bei diesen Nettotransfers, dann sehen Sie hier, dass wir einen zweiten Platz praktisch unter den Ländern belegen. Wenn man das in Anteil des Bruttoinlandsproduktes sieht, dann sind das 4%, liegen damit an der Spitze, also hier Ungarn vertritt sich gut hier in dieser Position. Und auch wenn man es ansieht, was ist denn das pro Einwohner umgelegt, sind es also fast 2.800 Euro pro Kopf, die hier bewegt werden. Und das sind ja doch ganz ansehnliche Positionen. Ich werde jetzt hier die Präsentation beenden und Ihnen noch vielleicht noch 2 Gedanken kurz hier mitgeben. Denn wie ich vorhin sagte, sowohl die EU als auch der ungarische Staat fördern mit Hilfe verschiedenster Ministerien und Agenturen und unterschiedlichsten Programmen hier diese Investitionen in Ungarn, sodass von manchen Leuten, die das begleiten, von einem undurchsichtigen Fördermitteldschungel vielleicht auch gesprochen wird.
Und der Sinn und Ziel dieses Webinars heute ist eben, einen Überblick zu geben, welche Strukturen es in dieser Fördermittellandschaft gibt und auch ein bisschen riskieren wir hier einen Ausblick auf geplante Programme der Europäischen Union in diesem Zeitraum, der jetzt kommt, 2021 bis 2027, mit einem speziellen Fokus auf das, was hier verarbeitende und produzierende Unternehmen gibt. Im Rahmen dieses Webinars können Sie selbstverständlich auch Fragen stellen und bitte verwenden Sie hierzu die Chat-Funktion, die in dem Programm. Jo, okay, lassen wir die Docs. Und jetzt habe ich dann die Freude, dass ich hier das Wort übergeben darf an Nils Blunk, Geschäftsführer der Blukron KfD, der jetzt hier durch diese Veranstaltung führen wird. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Gutes Webinar und interessante Fragen und Vorträge wünsche ich. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, Herr Brennauer, für die nette Einführung. Stefan, wir sehen dich noch im Bild. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist oder ob du deine Kamera ausschalten möchtest. Stefan Fritsch. Ja. Na, super. Also, nochmal herzlich willkommen. Ich hab mich sehr gefreut, dass sich so viele Leute für diese Veranstaltung angemeldet haben. Wie Herr Brennauer schon eingeleitet hatte, sprechen wir über wirklich große Summen. Es sind sogar riesige Summen, die die Europäische Kommission, aber auch der ungarische Staat für Förderung ausgibt. Ein kurzes Beispiel, nur und Ungarn wird überproportional oder die Staaten Mittelosteuropas partizipieren überproportional an diesem Fördermittelprogramm. Ein Beispiel in der letzten Fördermittelperiode bis 2020 hat zum Beispiel Österreich knapp 1 Milliarde Euro erhalten für Wirtschaftsförderung und der ungarische Staat im Vergleich 20 Milliarden. Und wir werden im späteren Verlauf auch wirklich auf die aktuellen Summen, die zurzeit bekannt sind, eingehen. Ich muss aber gleich sagen, wir bewegen uns ein bisschen auf schwankendem Boden, weil, wie Sie ja wissen, beginnt diese neue Fördermittelperiode gerade erst. Und damit sind bestimmte Programme noch nicht festgezurrt. Das heißt, die Programme und die Zahlen, die Milliarden werden sich wohl im Laufe der nächsten Monate auch noch ändern. Und auch die Begrifflichkeit, ich weiß nicht, wie gut Sie in diesem Thema drin sind, auch die Begrifflichkeit wird sich nochmal ändern. Es gibt neue Namen, neue Programme und die können vielleicht auch für Verwirrung sorgen. Aber ich will versuchen, hier ein bisschen Klarheit reinzubringen. Auch in diesen, wie Herr Brennauer eingeleitet hat, in diesen Fördermitteldschungel. Es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Und wir müssen uns deswegen auch auf Produktionsunternehmen beschränken. Wenn es Fragen nebenbei geben sollte, können wir versuchen, auch diese zu beantworten. Aber unser Schwerpunkt wird erstmal Produktionsunternehmen sein. Und in diesem Bereich werden wahrscheinlich auch die meisten Mittel einfließen. Ich werde einen Überblick geben über die offenen Programme und ich werde auch eigene Erfahrungen und damit Sie vielleicht auch einen persönlichen Eindruck bekommen können über diese Programme. Wir können nach meinem Vortrag, können Sie über die Chat-Funktion Fragen stellen oder wir können auch, wenn Sie möchten, ich bin da sehr flexibel, können Sie auch die Kamera einschalten und wir können das direkt über Teams dann besprechen. Für diejenigen, die nicht genug bekommen, um 15.45 Uhr wird der Vortrag auf Ungarisch noch einmal durchgeführt werden. Aber jetzt gehen wir über zu unserem deutschen Vortrag. Eine Sekunde. So, okay. So, also das Thema wird heute sein, eine Übersicht über die Fördermittelstruktur. Und bevor wir starten, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Eindruck geben von dem, wer ich eigentlich bin und wer wir eigentlich sind. Mein Name ist Nils Blunk, ich bin Geschäftsführer der Firma Blukron und ich beschäftige mich seit rund 30 Jahren mit dem Thema Fördermittel. Das heißt, ich kenne auch die
ersten Programme in Ungarn seit den 90er Jahren, das FAREP-Programm, was eingeführt wurde. Wir haben in dem Programm gearbeitet vor dem EU-Beitritt und auch nach dem EU-Beitritt. Unser Schwerpunkt ist die Beratung von Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir sprechen auch Deutsch und deswegen können wir auch sämtliche Arbeiten in diesem Thema mehrsprachig abdecken. Was wir gegenwärtig machen, sind Projekte vor allem im Bereich Produktion, Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung, Steuerförderung und Kredite. Das sind zum Beispiel Bauen von Hallen oder Kaufmann von Maschinen. Was in den letzten Jahren verstärkt dazugekommen ist, ist auch die Problemlösung von Fördermittelprogrammen, weil oft diese Programme doch nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und dann unterstützen wir halt die Projekte zu einem guten Ende zu führen. Daneben bin ich noch nur, um das zu ergänzen, Geschäftsführer der Firma Intergest Hungaria. Dort verwalten wir Unternehmen. Wir sind wie ein Finanzdepartment und machen die Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Zahlungsverkehr, HR und so weiter. Und wir haben auch hier einen internationalen Mandanten, hauptsächlich rund 150 deutsche Mandanten und sind aber in einem Netzwerk mit Intergest-Partnern aus 50 Ländern dieser Welt. Das heißt, wir kennen eigentlich auch die Erwartungen und die Bedürfnisse gerade von deutschen Unternehmen, auch Richtung hinsichtlich Compliance, sehr gut. So, dann kommen wir mal zum Überblick. Wenn wir über EU-Gelder sprechen, dann sprechen wir in der Regel einmal über Förderungen, die, ich sag mal salopp, aus Brüssel kommen. Und hier sind wir in einer neuen Fördermittelperiode. In diesem Jahr hat der neujährige Rahmen begonnen. Und dieser Rahmen, dieses Partnerschaftsabkommen, wie das genannt wird, wird von allen Staaten der EU bis Ende dieses Monats zusammengestellt. Und als Teil dieses Partnerschaftsabkommens werden die einzelnen Bereiche für die Förderung, ich sag mal Wirtschaftsförderung, Umwelt, Aus- und Weiterbildung und so weiter aufgelistet. Die Planung ist, dass der ungarische Staat bis Ende März dieses Partnerschaftsabkommen zusammenstellt und nach Brüssel entsendet. Weiterhin plant der ungarische Staat voranzugehen. Herr Brennauer hat vorhin gezeigt, dass die Fördermittel relativ gut ausgenutzt worden sind und möchte quasi in Vorleistung gehen und die ersten Programme, die aus diesem Partnerschaftsabkommen finanziert werden, möchte der ungarische Staat bereits im März ausschreiben und in Vorleistung treten. Die Genehmigung für diese Programme wird aber voraussichtlich erst im Sommer erfolgen. Das ist zumindest die Planung der Europäischen Kommission. Es kann sich durchaus verzögern, nach meiner Erfahrung, wenn es halt Programme und Projekte gibt, die von Seiten der Europäischen Kommission nicht finanziert werden sollten. Und im Herbst 2021 soll die Auszahlung der Europäischen Union beginnen. Die zweiten Fördermittelquellen sind eigentlich ungarische staatliche Fördermittel. Das ist zum einen die HIPA, das ungarische Schatzamt, das Finanzministerium und das Amt für Forschung und Entwicklung, NKFI, genannt. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Das sind rein ungarische Gelder, die dort vergeben werden. Und die dritte Geldquelle, auf die wir kurz eingehen werden, werden EU-Fonds sein, die direkt durch die Europäische Kommission verwaltet werden. Das heißt, dort können ungarische Unternehmen oder europäische Antrag einreichen, aber die Entscheidung wird nicht in Ungarn, sondern in Brüssel getroffen. Hier haben wir nochmal eine kurze Tabelle mit den Summen. Sie können das später auch, ich sag mal, von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sprechen hier letztendlich alles zusammen über rund 51,5 Milliarden Euro, die dem ungarischen Staat zur Verfügung gestellt werden. Das wird einen Zeitraum von rund 7 Jahren abdecken. Und hinzu kommt noch für bestimmte Bereiche eine ungarische Kofinanzierung. Für das erste, das wichtigste, das größte Paket, das ist der sogenannte Konvergenzfonds. Das ist die, früher hieß es Struktur- und Kohäsionsfonds mit rund 39% und 20 Milliarden Euro. Daneben Landwirtschaftsfonds und 11 Milliarden, der vom ungarischen Staat, glaube ich, sogar fast verdoppelt wird. Darauf werden wir aber jetzt nicht eingehen. Und der dritte Bereich
ist der sogenannte Aufbau und Resilienz, die sogenannte Resilienzfazilität. Das ist ein Mix aus rückzahlbaren und nicht rückzahlbaren Programmen. Das ist die sogenannte Next Generation, die gegründet wurde, um diese Probleme, die durch die Covid-Pandemie ausgelöst worden sind in der Wirtschaft, anzugehen. Die anderen Programme sind kleiner und da werden wir im Rahmen dieses Seminars nicht drauf eingehen. Es gibt sie, wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen einen Link schicken, wo Sie mehr Informationen bekommen können oder wir können noch mehr Informationen geben. So, einmal nochmal für diejenigen, die mit Fördermitteln noch nicht so vermittelt sind, betraut sind. Egal, ob wir mit europäischen EU-Fördermitteln sprechen, von EU-Fördermitteln sprechen oder von ungarischen Fördermitteln sprechen, es wird immer von bestimmten Ministerien oder Agenturen werden die Informationen gegeben und die Projekte werden durchgeführt. Und es wird eigentlich in der Regel immer eine Wettbewerbssituation hergestellt für die Fördermittelanträge. Die Fördermittelanträge, da gibt es in Ungarn eigentlich gute Kriterien. Für die Fördermittelanträge gibt es immer eine fachliche und qualitative Prüfung, sowohl der Projekte, aber auch der Antragsteller. Und was wichtig ist zu wissen, wir haben oft Firmen, die dann sagen, okay, ich möchte gerne einen Antrag stellen. Es gibt aber einige grundsätzliche Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Und hier passiert es häufiger, dass die eine oder andere Firma aus dem Raster fällt. Zum einen können in Ungarn nur nationale Personen oder Firmen Anträge stellen, also ungarische Firmen. Das können natürlich im deutschen oder österreichischen Eigentumsverhältnissen sein letztendlich. Was wichtig ist zu beachten, letztendlich am Ende des Tages wird die Projektabwicklung, die Anträge, die Korrespondenz immer in der Landessprache, also in Ungarisch erfolgen. Wichtig ist immer, dass sie aus der richtigen Branche kommen. Es gibt bestimmte Branchen, die gefördert werden, wie zum Beispiel die Automobilindustrie und andere Branchen, wie vielleicht die Freizeitindustrie, die wird halt nicht gefördert und dann können Sie keine Anträge stellen. Dann, ein wichtiges Thema ist die Region. Sitzen Sie in Budapest, erhalten Sie keine Förderung. Sitzen Sie im Umland von Budapest, vielleicht. Sitzen Sie außerhalb des Komitates Pest, dann hängt das sehr stark von der Region ab, ob es dort eine Förderung gibt oder nicht. Weiterhin die Inhalte der Förderung. Was möchten Sie machen? Möchten Sie eine Halle bauen? Möchten Sie Maschinen kaufen oder einen Gabelstapler? Auch das ist durch die jeweiligen Fördermittelanträge oder Fördermittelprogramme klar vordefiniert. Und ein ganz wichtiges Thema ist die Finanzierung. Letztendlich müssen Sie bei Antragstellung eine Projektfinanzierung darstellen können. Das bedeutet, Sie müssen Bankgarantien geben können für den ungarischen Staat oder für die EU. Sie müssen Eigenkapital vorweisen und Sie müssen halt alles darstellen können bis zur Höhe der beantragten Fördermittel. Und dann, ein großes Problem oft, ist ein begrenztes Zeitfenster für bestimmte Anträge. Das kann bedeuten, dass Sie vielleicht fertig sind, dass Sie in der richtigen Region sind, die richtige Branche haben, die Finanzierung zusammen haben. Aber es gibt leider kein Fördermittelprogramm und dann müssen Sie warten. Ob Sie warten können, ist wieder ein anderes Thema. Und oft ist das so, dass Unternehmen nicht warten können, weil sie halt selbst Anträge haben oder produzieren müssen. Aber es ist halt wichtig, diese Punkte aus meiner Sicht einmal kurz durchzusprechen. Ein wichtiges Thema ist nochmal der Projektzyklus, weil klar sein sollte, wenn Sie Fördermittel beantragen, dann verpflichten Sie sich auch im Extremfall, wir haben ein, zwei von solchen Projekten, im Extremfall sogar bis zu 10 Jahre. Weil es geht halt nicht nur darum, einen Fördermittelantrag zusammenzustellen, ihn einzureichen, das Geld zu bekommen und das war's, sondern Sie müssen es vorbereiten. Es gibt eine Antragstellung, die wird oft verhandelt. Es gibt Prüfungen, Vor-Ort-Prüfungen, es gibt einen Vertragsschluss irgendwann. Dann müssen Sie das Projekt implementieren, das heißt das Projekt umsetzen. Dort haben Sie einen bestimmten Zeitraum, der kann 1, 2, 3, 4, sogar 5 Jahre bedeuten. Und dann muss das Projekt auch noch mehrere Jahre aufrechterhalten werden. Also das bedeutet, wenn Sie das vorhaben, seien Sie darüber im Klaren, dass Sie ein langfristiges Projekt machen und dafür halt auch gute Partner haben, die Sie dann durch diesen Projektzyklus führen. So, grundsätzlich kann man sagen, es gibt 2 Arten von Förderung. Einmal eine direkte Förderung, das heißt, Sie selbst stellen mit Ihrem Unternehmen einen Antrag.
Das können zum Beispiel die EU-Förderung sein, früher über dieses Partnerschafts-, also Partnership in Megalopodage auf Deutsch Partnerschaftsabkommen. Das war früher das CGNI 2020-Programm. Sie können direkte Anträge stellen bei der HIPA oder beim Ungarischen Schatzamt. Oder, ich sag mal, EU-Förderung bekommen aus Brüssel, wo Sie sich selbst mit Projekten beteiligen können. Das sind direkte Förderungen, wo Sie für Ihre Investition eine Förderung bekommen. Aber Sie können auch indirekt natürlich partizipieren, indem Sie der Zulieferer sind von einem Unternehmen, was Fördermittel bekommt. Zum Beispiel sind Sie ein Maschinenbauer und Ihr Mandant hat ein Produktionsunternehmen in Ungarn und er möchte Ihre Maschine sich finanzieren lassen über eine Ausschreibung. Das ist auch halt sehr oft das Thema und dafür müssen Sie auch bestimmte Bedingungen erfüllen und zuliefern. Schauen wir uns mal die Programme kurz an. Wir haben über diesen neuen 7-Jahres-Zeitplan gesprochen, 2021 bis 2027. Es gibt auch hier neue Begrifflichkeiten. Ich hatte zu Anfang gesagt, wir sind dort ein bisschen auf schwankendem Boden, weil sich die Begriffe ändern. Und was ich auch festgestellt habe, ist auch in der Presse, wenn Sie etwas lesen, ist das manchmal so, dass die Journalisten wieder alte Begriffe verwenden oder selbst nicht so richtig durchgestiegen sind. Deswegen ist es zum Beispiel im Bereich Unternehmensentwicklung und Innovationsentwicklung. Das war das Programm, was früher GINOP hieß. Und es gibt sogar noch ein, zwei GINOP-Programme, die jetzt noch die nächsten Monate laufen und dann beendet werden. Die heißen jetzt WINOP mit V. Und der Unterschied ist zum Beispiel, während früher das GINOP-Programm für das gesamte Land galt, bis auf das Komitat Pest und Budapest, gilt WINOP jetzt für alles bis auf Budapest. Also es gibt immer kleine Änderungen und es ist wichtig, das halt nachzuvollziehen. Wirtschaftsförderung soll von diesem operativen Programm den größten Brocken darstellen und rund 30% der Gelder sollen in den Bereich Wirtschaftsförderung gehen. Darüber hinaus ein zweiter großer Schwerpunkt auch der Europäischen Kommission und der ungarischen Regierung sind Umweltprojekte, grüne Projekte, Umweltschutzprojekte. Die werden 19% der Mittel ausmachen. Auf die anderen Projekte werden wir jetzt nicht eingehen. Das sind teilweise Programme für Gemeinden, wie zum Beispiel das wettbewerbsfähige Ungarn oder auch kleinere Projekte, digitale Erneuerung, ich denke für die ungarische Verwaltung. Aber das Wichtigste ist halt WINOP und 30% der Fördermittel, die für die operativen Programme zur Verfügung gestellt werden. Und wie gesagt, die ungarische Regierung arbeitet daran und Sie können auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn Sie auf die entsprechende Homepage gehen, die ersten Details nachlesen. Grundsätzlich geplant in der Zukunft sind einmal nicht rückzahlbare Förderungen, es sind Kreditprogramme geplant und Kombinationen davon. Nicht rückzahlbare Förderung, das sind diese WINOP-Programme, die ich eben gerade angesprochen habe. Dort sollen noch im März, also soweit ich weiß, zum heutigen Tag, heute sind sie nicht veröffentlicht worden, aber kurzfristig sollen Programme für Forschung und Entwicklung für Unternehmen veröffentlicht werden und darüber hinaus soll es ein Fördermittelprogramm geben für kleinere und mittlere Unternehmen bei der Anpassung an Geschäfts- und Produktionsherausforderungen, das heißt für den Kauf von Maschinen zum Beispiel. Diese Programme sollen kommen. Was vielleicht wichtig ist zu wissen, die Europäische Union möchte eigentlich eher KMUs fördern und das heißt Großunternehmen fallen in der Regel aus diesen Förderungen raus. Aber für Großunternehmen hat der ungarische Staat gleich noch ein anderes Angebot. Darüber hinaus gibt es Kreditprogramme, die jetzt laufen. Sie sehen aus dem GINOP, das sind noch EU-Programme. Unter anderem werden hier Kredite, zinsfreie Kredite vergeben für kleinere Unternehmen, um halt die Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise bedingt durch den Coronavirus zu verringern. Diese Programme werden über die Ungarische Entwicklungsbank und auch über die Exim-Bank abgewickelt. Aber in Zukunft werden sehr viele WINOP-Programme kommen und ich schätze mal, dass zum gleichen Zeitpunkt immer vielleicht 20, 30 verschiedene Programme geöffnet sind.
Aber wie gesagt, jetzt starten die Programme. Großunternehmen bekommen, wie gesagt, wenig Förderung über die Europäische Kommission. Daraufhin hat der ungarische Staat ein eigenes Programm ins Leben gerufen, das sogenannte EKD-Programm. Eine individuelle Regierungsentscheidung, um Großunternehmen zu fördern, die aus anderen Quellen halt keine Förderung bekommen würden. Und da gibt es drei große Bereiche. Das eine ist die Kapazitätserweiterung, das zweite ist die Gründung oder Erweiterung regionaler Dienstleistungszentren und das dritte ist auch Forschung und Entwicklung. Das bedeutet, wenn wir das mal weiter reingehen, das bedeutet, dass Sie halt als Großunternehmen eigentlich, also es können sich auch ein KMU bewerben natürlich, dass Sie aber auch ein großes Projekt machen müssen. Das heißt, wenn es um die Kapazitätserweiterung geht, dann müssen Sie in der Regel mindestens 10 Millionen Euro investieren. Es gibt aber hingegen bestimmte Regionen, die besonders benachteiligt sind. Dort reichen schon 5 Millionen Euro Investitionssumme, um an diesem Programm teilnehmen können. Es ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Programm, weil es sehr flexibel ist und sehr viele Bereiche einer Investition finanziert und unterstützt, wie Kauf von Grundstücken, Hallenbau, neue Geräte, Maschinen, Software und so weiter und so fort. Aber auch hier ist Budapest ausgeschlossen. Ein zweites Programm, also das war wie gesagt ein Produktionsprogramm. Das zweite ist etwas für die Gründung und Erweiterung regionaler Dienstleistungszentren. Hier ist es wichtig, dass Sie mindestens 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Und hier können Sie für Dienstleistungszentren die Tätigkeiten, die Sie benötigen, sich finanzieren lassen, unterstützen lassen. Miete, Lohnkosten der neuen Mitarbeiter, aber auch hier ist Budapest ausgeschlossen. Das dritte ist Forschung und Entwicklung. Das ist letztendlich auch für die Europäische Kommission und für Ungarn ein wirklicher Schwerpunkt für Fördermittel in den nächsten Jahren. Hier müssen Sie nur 3 Millionen Euro investieren, aber 25 neue Arbeitsplätze schaffen. Aber hier können Sie sich im Gegensatz zu dem anderen Programm auch in Budapest eine Investition finanzieren lassen. Und auch hier Labore, Maschinen, sogar teilweise, denke ich auch, Gehaltskosten von Mitarbeitern und so weiter, kann man sich finanzieren lassen. Das ist eigentlich ein gutes Programm. Hier habe ich nochmal zwei kurze Tafeln. Diese Subvention, die über die HIPA kommt, besteht eigentlich aus zwei Bereichen. Das ist einmal diese Bargeldkomponente aus diesen drei Programmen, die ich früher dargestellt hatte. Und es gibt auch Steuererleichterungen. Und es sieht so aus, dass Sie halt dann ein Angebot von der HIPA kriegen, ein Gesamtpaket. Und je nach Region, je nach Investition kann das durchaus 30, 40, manchmal sogar in Ausnahmefällen 50% betragen. Darüber hinaus gibt es auch Fördermittel für Aus- und Weiterbildung. Wobei diese drei Subventionen bei unterschiedlichen Institutionen beantragt und verhandelt werden müssen. Steuererleichterung beim Finanzministerium, Förderung für Aus- und Weiterbildung beim entsprechenden Ministerium und die Bargeldkomponente über die HIPA. Hier habe ich nur eine kurze Grafiktafel, also von Ungarn, wo Sie sehen, 5 Millionen reicht in den grünen Regionen als Investitionssumme. Hellblau mindestens 10. Auf der rechten Seite ist nochmal eine Karte von Budapest und Pest. Und dort sehen Sie, dass es auch das Kombinat Pest, dass dort bestimmte Regionen, Dörfer gefördert werden mit 20, vielleicht 35% Förderung. Darüber hinaus hat die HIPA sehr flexibel im letzten Jahr reagiert und hat kurzfristig ein Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ins Leben gerufen. Das war ein sehr beliebtes Programm, was kurzfristig vielen Unternehmen geholfen hat. Es gab, glaube ich, mittlerweile 3 Ausschreibungsrunden. Und hier konnten Unternehmen, die von der Covid-19-Epidemie betroffen waren, kurzfristig eine Förderung bekommen und die Höchstsumme war bis vor kurzem noch 800.000 Euro für eine Investition und diese wird aber, glaube ich, jetzt erhöht auf 1,2 Millionen Euro. Und auch ein sehr gutes Programm, was sehr schnell funktioniert hat, wenig Bürokratie,
und sehr erfolgreich gewesen ist. Und wir haben sehr gute Rückmeldungen auch bekommen von Unternehmen, die daran teilgenommen haben. Das Interessante hier bei diesem Programm ist halt die Mitarbeiterzahl, dass die halt gehalten werden muss von dem Moment der Beantragung bis zum Abschluss der Investition. Und der Zeitraum ist eigentlich in der Regel immer ein Jahr. Also es ist ein sehr kurzes Programm. Darüber hinaus gibt es vom Finanzministerium auch ein Unterstützungsprogramm für Großunternehmen, die aber nicht diese Größenordnung investieren wollten, wie 10 Millionen Euro oder 5 Millionen Euro. Dort gab es verschiedene kleinere Runden, wo man auch für 500.000 oder 1 Million Euro einen Antrag stellen konnte. Auch dieses war nicht rückzahlbare Förderung. Und auch in diesem Jahr wird das Programm wieder ausgeschrieben. Aber es ist halt eine andere Institution. In diesem Fall ist das das Finanzministerium mit dem sogenannten NBT-Programm. Darüber hinaus gibt es das ungarische Schatzamt. Also Sie sehen, es kommen immer mehr Mitspieler in das Bild. Das ungarische Schatzamt hat ein eigenes Programm gehabt, muss man fast schon sagen. Es ist noch geöffnet, aber hier ging es für kleine und mittlere Unternehmen in Budapest und im Kombinat Pest für die Entwicklung der Standorte und der Kapazitätserweiterung. Es ist immer wieder auf und geöffnet und offen. Im Gegensatz zum HIPA-Programm, was ganzjährig geöffnet ist, ist dieses Programm ja nur zeitweilig geöffnet. Und es ist eine kleine Möglichkeit, die Fördersummen sind nicht so hoch wie bei den anderen Programmen, aber es ist zumindest eine kleine Möglichkeit für KMUs, eine Förderung zu bekommen. Darüber hinaus gibt es das Forschung- und Entwicklungs-Innovationsamt, NKFIA. Und hier wird Forschung und Entwicklung gefördert. Großunternehmen sind angesprochen und auch KMU, ein landesweites Programm. Sehr interessant und es bietet auch Unterstützung zur Vorbereitung und Teilnahme für das Horizon Europe-Programm. Darauf werden wir im späteren Verlauf noch mal kurz eingehen. So, hier haben wir das Horizon 2020. Es ist ein Programm, was in dieser Periode mit 47% mehr Ressourcen ausgestattet wurde, insgesamt 100 Milliarden Euro. Es ist ein Programm, auf das die Europäische Kommission sehr großen Wert legt, weil sie hofft, dass sie mit Hilfe in Forschung und Entwicklung den Vorsprung Europas in bestimmten Bereichen gegenüber China und den USA halten zu können. Und Sie sehen, wenn Sie sich die Themen anschauen, das sind Digitalisierung, Industrie oder Weltall, Klima, Energie, Mobilität. In diesen Bereichen soll Spitzenforschung gefördert werden. KMUs können gerne mitmachen. Aber es wird auch aufgefordert, vielleicht internationale Projekte zu bilden, wo sich mindestens Unternehmen aus drei verschiedenen europäischen Ländern bzw. aus assoziierten Ländern, mit denen die Europäische Kommission einen Vertrag geschlossen hat, teilnehmen können. Auch sehr, sehr großzügig und wie gesagt, das geht Richtung Spitzenforschung. So, kommen wir mal kurz zu den Erfahrungen, zu meinen Erfahrungen mit solchen Programmen. Es ist so, es muss Ihnen klar sein, das ist kein Geschenk des Staates. Also der Staat hat natürlich bestimmte Ziele, politische Ziele, wirtschaftliche Ziele, Umweltziele und er möchte diese mithilfe dieser Fördermittelprogramme erfüllen und er möchte die Unternehmen in bestimmte Richtungen lenken damit. Es klappt oft sehr gut. Zum Beispiel ist Forschung und Entwicklung ist eine Top-Priorität. Aber das Problem ist zum Beispiel gegenwärtig, dass viele ungarische Unternehmen diese Bedingungen nicht erfüllen können. Es gibt eine Umfrage, die ich gelesen habe, dass nur 29% der Unternehmen überhaupt sich als innovativ bezeichnen und auch an derartigen Programmen teilnehmen würden. Das heißt, hier muss man natürlich auch, muss die Regierung natürlich auch immer aufpassen, dass die Programme auch so strukturiert sind, dass die Unternehmen daran teilnehmen und es auch gute Ergebnisse gibt.
Aber meine Erfahrung ist, dass eigentlich die Fördermittelverwaltung im Großen und Ganzen darauf achtet, die Fördermitteltür offen zu halten und wirklich versucht, vielen Unternehmen eine Förderung zu gewähren. Aber es klappt nicht immer, denn wie gesagt, der Investor oder auch die Investition muss den Zielen und den Kriterien der Fördermittelprogramme entsprechen. Das bedeutet auch für einen Investor, dass man die Fördermittelprogramme beobachten muss, denn diese Fördermittelprogramme sind zum einen nicht, viele sind nicht ganzjährig geöffnet, sondern sie gehen mal auf, gehen mal wieder zu. Wie gesagt, das HIPAA-Programm ist eine große Ausnahme. Und man muss es beobachten, man muss den richtigen Zeitpunkt finden. Und es kann auch durchaus sein, dass man das Projekt anpassen muss, weil zum Beispiel der Hallenbau, den man unbedingt machen möchte, nicht gefördert wird. Aber dafür wird vielleicht der Kauf von Maschinen gefördert oder die Software für die Server und für die Computer und den Gabelstapler kann man sich vielleicht darüber finanzieren. Und dann muss man halt das Projekt auch so anpassen, dass man vielleicht ein kleineres Projekt einreicht oder das Projekt vielleicht auch zeitlich strukturiert, dass man in diesem Jahr einen Antrag einreicht für die erste Phase der Investition und dann vielleicht in 2 Jahren, wenn es ein neues Programm gibt, für die zweite Phase der Investition. Dann, was wichtig ist, Antragsteller und Projekt müssen formal alle Kriterien erfüllen. Gibt es K.O.-Kriterien und diese können nicht eingehalten werden, dann ist das Projekt nicht förderbar. Das ist bei uns zum Beispiel so, ich sag mal, wenn wir mit 10 Unternehmen sprechen, dann kann maximal die Hälfte an Fördermittelprogrammen teilnehmen, weil viele Projekte formal die Kriterien nicht erfüllen. Zum Beispiel sind sie in der falschen Region, die Projekte sind zu groß oder sie sind zu klein oder der Investor hat den falschen Status, ist Großunternehmen und kann nicht teilnehmen, weil nur KMUs gefördert werden. Dann ein wichtiges Thema, die Projektfinanzierung. Bisher mussten die Projekte immer vorfinanziert werden und sie haben dann teilweise eine Abschlagzahlung bekommen können, aber sie mussten letztendlich alles vorfinanzieren und konnten dann im Nachhinein sich die Mittel erstatten lassen, die Ausgaben erstatten lassen, den bestimmten Prozentsatz, den sie bekommen haben. Aber das konnte dauern. Teilweise Monate oder manchmal sogar Jahre, wenn die Abrechnungsbögen nicht ganz den Erwartungen des ungarischen Staates entsprochen haben. Und ein wichtiger Punkt ist, dass sie sich halt verpflichten, bestimmte Ergebnisse zu erreichen und diese Ergebnisse müssen sie auch liefern. Das kann zum Beispiel sein, wenn sie sich verpflichten, 10 Millionen Euro zu investieren, zum Beispiel beim HIPAA-Programm, dann müssen sie am Ende des Tages, am Ende der Investitionszeit auch 10 Millionen investieren. Wenn sie nur 9 investieren, dann haben sie das Ziel verfehlt und müssen die Fördermittel letztendlich zurückzahlen. Oder wenn es darum geht, zum Beispiel auch die Mitarbeiterzahl zu halten. Dort gibt es klare Regeln und die sie einhalten müssen. Ja, und wie gesagt, Verpflichtung über einen längeren Zeitraum. Ich habe vorhin einleitend dargestellt, dass wir teilweise Projekte haben, die 10 Jahre laufen. Das liegt nicht unbedingt an der ungarischen Verwaltung, aber es kann auch daran liegen, dass es bei größeren Unternehmen vielleicht im Vorstand Änderungen gibt. Dann gibt es Änderungen in der Priorisierung der Projekte in Ungarn. Dann werden Projekte halt gestreckt, werden verschoben. Und dann geht das halt sehr schnell, dass man über 10 Jahre halt ein Fördermittelprogramm hat. Und da muss man sich auch darauf einstellen, dass man auch immer Leute zur Hand hat, die eigentlich auch genau wissen, wofür man sich damals rückblickend vor vielen Jahren verpflichtet hatte. Wagen wir nochmal einen kurzen Ausblick. Zu Anfang hatten wir über die Partnerschaftsabkommen gesprochen. Das sind eigentlich die früheren, ich sag mal, Struktur- und Kohäsionsfonds gewesen. Was aber in den letzten Monaten in der Presse gewesen ist, das war der Konflikt zwischen der ungarischen Regierung und der Kommission über einen EU-Aufbauplan, diese Resilienz-Fazilität oder auf Englisch RRF, Next Generation Europe, wo die Europäische Kommission
zusätzliche Gelder, wir reden hier über rund 750 Milliarden Euro für die Überwindung der Wirtschaftsproblematik, die durch das Coronavirus verursacht wurde, zur Verfügung gestellt hat. Und dieser Next Generation Fördermitteltopf, der soll auch den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. Und hier hat Ungarn bis Ende April Zeit. Wie gesagt, bei den Struktur- und Kohäsionsfonds war das Ende März. Hier hat Ungarn bis Ende April Zeit, ein Programm vorzulegen und die Planung, laut Planung der Europäischen Kommission, das gilt natürlich für alle Mitgliedstaaten, die Planung soll innerhalb von 3 Monaten von der Kommission genehmigt werden. Und es wird damit gerechnet, dass man eine Vorauszahlung noch im Sommer bekommen kann von 13%. Das sind auf die 16 Milliarden Euro rund 2 Milliarden Euro als Vorschuss. Aber Sie wissen es auch aus der deutschen Presse und gerade in Deutschland wurde die ungarische Regierung sehr stark kritisiert, natürlich auch in anderen Ländern, dass der Artikel 7, das Rechtsstaatlichkeitsverfahren, ist immer noch Teil einer politischen Diskussion, die wir wissen nicht genau, wie das ausgeht. Nach meinem Verständnis wird diese Diskussion jetzt erstmal aufgeschoben und das Rechtsstaatlichkeitsverfahren soll durch die Bestätigung durch ein Gericht, sage ich mal, ja, durch ein Gerichtsverfahren sollte das bestätigt werden. Es ist aber für mich noch Teil einer politischen Diskussion, was nicht ganz klar ist, wie sich das auswirken wird. Aber wie gesagt, in diesem Jahr geht man halt davon aus, dass 2 Milliarden Euro abgerufen werden können. Und diese Gelder sollen auch ausgegeben werden für den in Ungarn. Und es sollen dort Unternehmen teilnehmen können. Die Ziele sind, sage ich mal, noch sehr, sehr weit. Man redet von ökologischem Wandel, digitalem Wandel. Man redet von nachhaltigem, integrativem Wachstum und Beschäftigung, Gesundheit, Maßnahmen für die nächste Generation mit Bildung und Kompetenzen. Was das wirklich bedeuten wird, das wird man noch sehen. Das wird sich halt in den nächsten Monaten herausstellen und sicherlich auch in der Presse wird darüber berichtet werden. Und dann werden Sie auch sehen, inwieweit Sie daran teilnehmen können mit Ihren Unternehmen und Anträge stellen können. Aber grundsätzlich halte ich es für interessant. Gut, und das andere ist, was wir besprochen hatten, diese Struktur- und Kohäsionsfonds. Die ersten Ausschreibungen werden ab März geplant und die operativen Programme werden durch die Europäische Kommission vermutlich im Sommer genehmigt und dann wird das seinen 7-jährigen Lauf nehmen. Dann rechne ich auch im Herbst, Winter, rechne ich dann auch mit größeren Ausschreibungen, weil dann auch die ungarische Regierung natürlich Planungssicherheit hat. Hinzu kommt abschließend die Programme des ungarischen Staates, über die wir gesprochen haben, wie zum Beispiel die IBA, bleiben ganzjährig geöffnet und eine gute Möglichkeit für die Förderung von großen Investitionen. So, ich würde erstmal sagen, gut, hier sind nochmal unsere Kontaktparameter. Ich würde erstmal sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt würde ich sagen, jetzt können wir in die Diskussion einsteigen und Sie können Fragen stellen, entweder über die Chat-Funktion oder über die Videofunktion. Ich versuche mich mal eben kurz hier auszulocken. Dass es die ersten Fragen schon gegeben hat. Also ich habe schon eine Frage bekommen, das ging sehr schnell. Die Frage ist, sind die verschiedenen Fördermittelprogramme der verschiedenen Förderstellen auch im Zeitablauf kombinierbar? Das hängt natürlich zum einen von zwei Sachen hängt das ab. Das eine ist, der Grundsatz ist, die gleiche Investition kann nicht aus verschiedenen Fördermitteltöpfen gefördert werden. Das heißt, wenn Sie eine Maschine kaufen, dann können Sie die nicht über die IPA finanzieren und Sie können das nicht über die EU machen, vorausgesetzt es gibt Programme. Das geht natürlich nicht. Aber Sie können zum Beispiel, wenn Sie eine größere Investition planen, Bau einer Fabrik zum Beispiel, dann kann es dort durchaus unterschiedliche Stufen geben
Und es kann durchaus sein, dass Sie sich zum Beispiel den Hallenbau und den Kauf von Maschinen aus dem einen Programm finanzieren und vielleicht, wenn Sie sich etwas später entscheiden sollten, im Bereich Umwelt etwas zu machen. Und es gibt angenommen eine Förderung für Solaranlagen für das Dach, dann können Sie selbstverständlich auch einen zweiten Antrag stellen. Vorausgesetzt ist immer, dass Sie nicht vom Gleichen, dass Sie die Investition nicht aus mehreren Fördertöpfen bezahlen lassen. Das muss immer unabhängig sein. Und Sie können auch durchaus die Erweiterung einer Halle zum Beispiel, wie gesagt, die erste Phase, können Sie jetzt den Antrag stellen und dann vielleicht in 2-3 Jahren, wenn Sie sagen, ich möchte die Halle jetzt erweitern, dann kann man wieder einen neuen Fördermittelantrag stellen. Bei welcher Agentur auch immer. Ja. Sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen? Ja, wie hoch sind die? Ja, eine Sekunde. Siehst du? Nee, sehe ich nicht. Aha, ja. Eine Sekunde, ich habe die Frage. Wie hoch sind die? Oh ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich gerne mit sehr vielen Leuten diskutiere, unsere Honorare. Es ist so, dass wir in der Regel eine Erfolgsprovision bekommen, wenn wir an einem Fördermittelprogramm erfolgreich sind, dann partizipieren wir auch. Und die sind in der Regel auf der Grundlage der Fördermittel zusammen. Also sind erfolgsabhängig. Die Höhe hängt ein bisschen davon ab, wie kompliziert diese Programme sind. Es gibt Programme, zum Beispiel im Bereich Forschung und Entwicklung, wo wir sehr viel Vorleistung machen müssen. Und dann gibt es Programme, die etwas einfacher sind, wo es halt letztendlich in Anführungsstrichen nur darum geht, 1-2 Maschinen zu beantragen. Von der Größenordnung, unsere Honorare sind marktüblich. Die Höhe der Honorare hängt, wie gesagt, vom Einzelfall ab, von der Komplexität, aber sie liegt in der Regel zwischen 5% und maximal 10% bei sehr komplexen und sehr komplizierten Programmen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau. Nils, sagen wir mal direkt. Ja. Hi. Hi. Hallo. Nils, was mich interessieren würde, ist, ob es denkbar wäre, Förderung zu bekommen für Projekte, die schon im letzten Jahr gestartet sind. Wäre sowas anrechenbar? Nein. Also Projekte, die schon begonnen worden sind oder eine Investition, die schon begonnen wurde, die kann rückwirkend nicht gefördert werden. Das heißt, wenn man jetzt, ich sag mal, eine Maschine kauft, die schon bezahlt hat, dann kann man sie nicht sich nochmal fördern lassen aus irgendeinem Programm. Der Grundsatz ist eigentlich immer erst den Antrag stellen und dann, je nach Programm, muss man sogar eine Antwort der Fördermittelverwaltung bekommen, dass der Antrag eingegangen ist oder dass jetzt mit der Investition gestartet werden kann. Also rückwirkend kann man sich keine Investition finanzieren lassen. Okay, ja. Danke. Ja, okay, danke für die Frage. Ja, gibt es einen Fördermittelfokus zwecks Corona in der Gastronomie oder ähnliche Dienstleister? Oh, das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, bei diesem Projekt, bei diesem Vortrag haben wir uns auf Produktionsunternehmen halt konzentriert. Ein Fördermittelprogramm für Corona in der Gastronomie, das könnte vielleicht etwas sein aus dem Bereich Tourismus. Da kommt vielleicht was. Oder wo es aber heute nichts gibt. Und das andere könnte sein, ein Fördermittelprogramm könnten zum Beispiel ein Kredit sein. Ich hatte vorhin vorgestellt, dass es über die ungarische Entwicklungsbank oder über die Exim-Bank zinslose Kredite gibt. Und da könnte man vielleicht einen Antrag stellen. Und gestern ist zum Beispiel dieses Programm
mit den 10 Millionen Forint veröffentlicht worden. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten müsste man nochmal sehen, ob so Gastronomie gezielte Programme gibt. Wenn es so etwas geben sollte, dann immer im Zusammenhang vielleicht mit ökologischem Wandel, dass man sagt, dass man vielleicht die Küche umbaut, um weniger Schadstoffausstoß zum Beispiel zu haben. Also das muss man mal sehen. Aber wenn Sie möchten, können wir Sie da informieren. Ja. So, dann ist die nächste Frage, KMU-Kriterien. Ja, dann, soweit wir wissen, die Frage ist, ob es wegen der KMU-Definierung, ob es dort eine Änderung gibt. Diese Definition für KMUs, große und mittlere Unternehmen, bis 250 Mitarbeiter und ich glaube 43 Millionen Euro Bilanzsumme, das ist von der Europäischen Union vorgegeben. Mir ist nicht bekannt, dass diese Zahl, dass das geändert werden soll. Aus meiner Sicht wird es allerdings Sinn machen, da wir oft das Problem haben, dass die Lücke zwischen einem KMU, vielleicht mit bis zu 250 Mitarbeitern und einem Großunternehmen, also einem deutschen richtig großen Unternehmen wie die Automobilzulieferer, dass es dort eine große Lücke gibt, wo viele deutsche Unternehmen nicht reinpassen. Die haben dann halt, sind halt letztendlich auch Mittelständler mit vielleicht 300 Mitarbeitern in Deutschland, also die Mutterfirma wird immer dazu gerechnet. Und die können halt keine großen Projekte stemmen, ab 10 Millionen Euro. Aber sie sind per Definition Großunternehmen und fallen dann halt aus vielen EU-Fördermittelprogrammen raus. Und für mich würde es durchaus Sinn machen, wenn man in Brüssel über diese Kriterien vielleicht nochmal nachdenkt. Aber ich habe bisher noch nichts gehört. Okay, dann habe ich, Ungarn hat den Tourismus als strategischen Bereich definiert. Ja, dazu soll es Förderung geben. Okay, Exim und HIPA, ja. Wie gesagt, HIPA, die Programme, die wir gezeigt haben, die waren hauptsächlich Richtung Produktion, Forschung und Entwicklung. Und das ist bei Gastro natürlich schwierig, das sehe ich auch so. Wie gesagt, das, was wir anbieten können, ist, wir können suchen, wir können Sie auf unsere Liste nehmen. Wir haben einen E-Mail-Newsletter. Wir können jeden von Ihnen auf diese Liste draufsetzen und dann gezielt Sie auch informieren, wenn es in diesem Bereich vielleicht eine Förderung gibt. Wie gesagt, Schwerpunkt der ungarischen Regierung ist aber zurzeit die Produktion im Produktionsunternehmen. Und das müssen wir mal sehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, auf unserer Homepage bluecron.com, da sind halt auch Newsletter, ist ein Newsletter und sind aktuelle Informationen. Ja. Okay. Stefan, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Newsletter. Ah ja, danke, Herr Kenner. Ja, also wir haben einen Newsletter und da kann sich jeder reinklicken und dann unsere Info oder den abonnieren und dann schicken wir regelmäßig die Informationen raus, wenn es was gibt. Gibt es noch mehr Anfragen? Also Sie können auch jederzeit, es ist natürlich klar, wenn Sie eine konkrete Frage haben, kenne ich das, dass man das vielleicht nicht mit 20, 30, 40 anderen Menschen teilen möchte. Also wie gesagt, Sie können mich jederzeit kontaktieren und wir können dann auch nochmal ganz gezielt Informationen geben. Das ist auch nicht kostenpflichtig, sondern die ersten Informationen geben wir natürlich so und vielleicht hilft das Ihnen ja zu überlegen, die Fördermittel, Chancen, Möglichkeiten einzuschätzen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist das eine sehr gute Möglichkeit. Fördermittel sind eine sehr gute Möglichkeit. Wenn man sie nutzen kann, dann hilft das sicherlich. Und man hat durchaus vor Mitbewerber auch einen kleinen strategischen Vorteil. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass die Förderung, die Investition sich selbst von alleine rechnen sollte. Wichtig ist, dass diese Fördermittel aus meiner Sicht letztendlich immer das Sahnehäubchen sind, das obendrauf sind. Das oben noch drauf kommt. Und wenn man dann das Sahnehäubchen bekommt, ist das super. Wenn das nicht funktioniert mit den Fördermitteln, dann wird es nicht klappen. Dann darf Ihre Investition nicht zusammenfallen. Und niemand kann Ihnen garantieren auf dieser Welt, dass Sie gar hundertprozentig sicher eine Förderung bekommen. Dazu gibt es zu viele Kriterien, die man erfüllen muss, wo man immer rausfallen kann. So, dann war hier noch eine Frage. Irgendwas mit Nachteilen? Nee, war nichts mehr. Ich habe da noch keine. Okay.
Aber wie gesagt, es ist eine gute Sache und viele meiner Mandanten sind zufrieden, sonst wäre ich, glaube ich, nicht mehr im Geschäft. Also gibt es noch Fragen? Wir haben noch 5 Minuten. Wenn nicht, dann möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mich bei dieser Stunde begleitet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen, ein bisschen Licht in diesen Fördermitteldschungel zu bringen. Es ist natürlich ein dünner Pfad, auf den wir gegangen sind. Wir haben uns auf Produktionsunternehmen konzentriert. Ich denke, es ist klar geworden, dass es viele verschiedene Mitspieler gibt und es ist klar geworden, dass es auch noch wesentlich komplexer und komplizierter wird. Und wie gesagt, wenn Interesse besteht und es klar ist, welche Fördermittelprogramme im Herbst rauskommen, dann können wir vielleicht, vorausgesetzt die Kammer hat Interesse daran, können wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil machen. Ja? Aber wenn Sie zwischendurch irgendeine Frage haben, wenden Sie sich bitte an mich. Zögern Sie bitte nicht. Ja? Ich würde mich freuen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und für diejenigen, die Ungarisch sprechen, beginnt in ungefähr 18 Minuten der Vortrag auf Ungarisch. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und danke nochmal für die Teilnahme. Auf Wiedersehen. Danke. Danke auch für die positiven Rückmeldungen. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Danke, Nils. Gut gemacht. Dankeschön. Danke, Gabriel. Freut mich. Dankeschön. Danke, gerne. Danke, wieder schon. Gerne.